Nichts ist so mächtig wie eine Idee und ein Herrscher, dessen Zeit gekommen ist. Game of Thrones, die dritte Staffel in Originalversion. Montags bei Sky Go und dienstags auf Sky Anytime. Sky Film. Und du wirst immer das Beste als Erster sehen. Oh ja! Dollar! Dollar! Alles in echtem HD. Wenn du großes Kino willst, ist Sky Film dein Zuhause. Ich kann's noch immer nicht glauben. Beweis es mir. Filme, die du sehen willst. Die neuesten Serien direkt nach US-Start. Das ist einzigartig in Deutschland. Sky Film. Du willst es doch auch. Die besten Filme und die neuesten Serien siehst du nur mit dem Filmpaket von Sky. Jetzt anrufen und bestellen. 0185 11 und 4 mal die 0. Ich will nichts verpassen. Weder gute Dates noch mein Lieblingsprogramm. Und ich bestimme, was ich sehe und wann. Das ist so Sky. Jetzt unter sky.de besser. Alle Vorteile, die nur Sie als Sky-Kunde genießen. Der Thrill and Kill Freitag. Menschen zu finden ist mein Beruf. Six Bullets. Heute auf Sky Cinema und auch auf Sky Anytime. Sky Sport HD. Im modernen Fußballbusiness wirken sie für viele wie ein Fremdkörper. Annäherung an ein Phänomen. Ultras. Ultra ist für mich eigentlich, den Verein nach meinen besten Möglichkeiten zu unterstützen. Und das halt nicht nur 90 Minuten im Stadion, bei weitem nicht, sondern jeden Tag der Woche, wenn es geht. Vom 14-Jährigen, der keinen Hauptschulabschluss hat und den noch nicht schaffen wird, bis zum Dozenten an der Uni, haben wir alles dabei. Und jeder versucht, seine Stärken da bestmöglich einzubringen. Ultra sehr, sehr leidenschaftlich. Sehr, sehr provokant in alle Richtungen, sehr, sehr entschlossen. Das ist für Sie, das hat eine höhere Bedeutung als Berufsausbildung oder Berufsausübung, Studium. Ultras ist für Sie von überragender Bedeutung. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde die Ultrabewegung in Gänze eher positiv. Was natürlich nicht funktioniert ist, und das, da haben wir natürlich oft auch ein Problem, es kann keine Art von Gewalt geben. Wir wollen gar keine Kameras. Wir wollen keine Polizeiaufgebote und wir wollen auch nicht den Ordnungsdienstpausenlaus erhöhen. Also das machen wir nicht aus Jux und Dollerei, denn das kostet Geld, Zeit und Nerven. So eine Jugendkultur muss auch die Realität anerkennen, dass sie gegen die Erwachseneninstitutionen nicht ihren Willen bis zu Ultimo durchsetzen können. Was da passiert im Stadion, ist hochkonspirativ. Das wird von langer Hand vorbereitet und das ist polizeilich nicht ganz einfach
zu durchschauen. Die Ansage heißt ganz klar, wenn ihr euch nicht an die Gesetze haltet, dann greifen wir zu Strafmaßnahmen. Du machst Sachen, die vor 5 Jahren normal waren, wo kein Hahn danach gekräht hat, wo auf einmal, wo du heute Seite 1 Bild-Zeitung stehst, dann als Gewaltverbrecher abgestempelt wirst. Was wissen wir über Ultragruppierungen, die so unterschiedlich sind, wie Fußballvereine unterschiedlich sind? Die Ultras, das ist diese bunte, lustige Choreografie und Kaspertruppe mit den Fähnchen, oder das sind die Randalemacher, also um das jetzt mal sehr plakativ darzustellen. Dazwischen scheint es nichts zu geben und ich glaube, da gibt es ganz, ganz, ganz viel dazwischen. Unsere Wahrnehmung der Ultras wird bestimmt von großartigen Choreografien, hergestellt in Eigenregie und wochenlanger Handarbeit. Die Macht der Bilder. Riskante Pyroanlagen, kaum kontrolliert, animierend, aber auch angsteinflößend. Unsere Wahrnehmung wird aber auch bestimmt durch Szenen wie diese und durch die Gleichsetzung jeglicher Fußballgewalt mit dem Reizwort Ultras. Deshalb Versuch einer Annäherung. Ultras sind aus meiner Sicht die jüngste Form des Fußballfans, die sich in Deutschland entwickelt hat, so in den letzten 15 bis 20 Jahren. In anderen Ländern gab es das auch schon vorher. Sie sind in vielen Punkten ähnlich wie Fußballfans vor ihnen, wie die Kuttenfans etwa. Das heißt, sie sind fußballverrückt, sie hängen an einem bestimmten Verein, aber sie haben eben eigene Formen entwickelt, praktisch ihre Vereinsliebe, ihr Fansein auszuleben. Ultra ist sehr jung, ist aus unserer Perspektive die, ja, die zentrale Gruppierung im Stadion, im Stehplatzbereich. Ist sogar über den Stehplatz, also über das Stadion hinaus gedacht, ist es die attraktivste jugendliche Subkultur, die es in Deutschland gibt. Viele kommen heutzutage ins Stadion, viele junge Leute, und nicht so sehr wegen des Fußballs, sondern weil Ultra so cool ist. Ultra ist natürlich allgegenwärtig, ne? Im Stadion, in den Kurven, die Farbe, die Geräusche, dieses Beben der Tribüne, dieses in der Gemeinschaft halt abzugehen und halt dann für den Verein was zu machen. Ich glaube, dass das viele Jugendliche, junge Leute anzieht, weil das halt eine Alternative ist zum normalen Jugendleben. Das, was die Ultras von den anderen Fans unterscheidet, ist, dass sie in größeren Gruppen sich zusammenschließen, dass sie auch ganz bewusst eben das Ziel haben, ihre Gruppen auch zu vergrößern, auch praktisch Mitgliederwerbung betreiben, dass sie alles in allem sehr strikt organisiert sind, dass sie das Selbstverständnis haben, Fußballfans nicht nur am Spieltag zu sein, sondern das wirklich die ganze Woche zu leben, das heißt auch in Gruppen, ein aktives Gruppenleben haben. Fachhochschule Dortmund. Hier sucht ein soziologisches Forschungsprojekt 1,5 Jahre lang die deutsche Ultraszene. Es gibt natürlich Leute, die das durchaus elitär leben, die dieses Ultra-Fantum als Abgrenzung zur übrigen Fanszene sehen. Wir haben aber auch viele Gruppen, die ganz bewusst sagen, wir versuchen mehr oder weniger als Sammelstelle für die Fanszene, für die aktive Fanszene zu fungieren. Wir brauchen auch die anderen Fans, eben anders lassen sich Großchoreografien gar nicht umsetzen. Hinter dieser Handarbeit steckt das enorme Potenzial einer jungen Fanszene, den geschätzt 25.000 deutschen Ultras. Tatsächlich dreht sich täglich alles um ihre Gruppe, um ihren Verein und den bestmöglichen Support. Finanziert durch Mitgliedsbeiträge, den Verkauf von Ultra-Fashion und Stickern oder Spenden. Teamarbeit, jeder nach seinen Fähigkeiten. Längst haben die Aktivitäten der großen Ultragruppen den traditionell unterfinanzierten kommunalen Jugendzentren den Rang abgelaufen. Da sind Leute, die machen sich Gedanken, wie soll das Intro aussehen, wenn die Mannschaften auf den Platz gehen. Machen wir eher Doppelhalter, immer Fahnen, große Fahnen, kleine Fahnen, Konfetti. Oder machen wir eine Choreo, machen wir irgendeine Aktion. Was viele Zuschauer ja vor Augen haben, sind die Choreografien. Also was das für ein, die sieht man eine Minute höchstens. Die sind höchstens eine Minute sichtbar. Wenn man aber dann realisiert, was da für ein Arbeitsaufwand, ein Organisationsaufwand dahinter steckt, dann wird die Dimension erstmal klar,
wie viel Engagement da letztendlich drinsteckt. Das sind natürlich auch diese dynamischen Prozesse, die auch eine Ultrakultur super attraktiv machen für viele. Dass man sich da auch wirklich komplett entfalten kann und dass man auch später den Lohn für diese harte Arbeit bekommt. Wenn es nur eine kleine Zeit ist in der Zeitung, Borussia-Fans machen schöne Choreografie, das ist für viele schon sehr erfüllend. Auffällig, die Inhalte solcher Choreos orientieren sich oft eng an der Stadt- und Vereinsgeschichte. Das Selbstverständnis junger Ultras ähnelt aber häufig dem von Gralshütern überlieferter Fußballtraditionen. Alle Ultragruppierungen eint ihre Entscheidungsfindung, basisdemokratisch und damit oft mühsam. In der Koordinationsstelle der deutschen Fanprojekte in Frankfurt kennt Michael Gabriel die deutsche Ultraszene bestens. Einer der großen Kritikpunkte der Ultras ist die Kommerzialisierung des Fußballs, ist, dass der Fußball aus der Perspektive von jungen Leuten zu viel Aufmerksamkeit der Vermarktung zuwendet und zu wenig der Bewahrung des Fußballsports als Volkssport nah bei den Leuten. Das ist einer der Hauptkritikpunkte der Ultras, die auch deutlich formuliert werden in unterschiedlichsten Bereichen, Anstoßzeiten, Spieltagsterminierungen, Stadionnamen, das sind alles so Sachen, wo Identifikationspotenziale natürlich auch verloren gehen. Das aufs Plakat zu bringen, was manche Stadiongänger nur denken, gehört zum elementaren Selbstverständnis jeder Ultraszene. Das Geld steckt man dann lieber in einen Schal, in eine Fahne, in eine Choreografie, in Pappzettel, in Konfetti. Und ich denke auch, dass das Geld besser da angelegt ist, in eine neue Fahne, als in das neue Trikot, was dann 75 Euro im Sonderangebot kostet. In den Stehblocks der Stadien fungieren Ultragruppen, deren Größe bei einigen hundert liegen kann, regelmäßig als Taktgeber für Zehntausende. Ultras können an guten Tagen ein ganzes Stadion in einen kollektiven Rausch mitreißen. Der junge Fußballfan ist im Stadion, sieht erstmal Spektakel, findet es toll, nähert sich dieser Gruppe an, aber erlebt dann da, boah, das ist ja eine Welt, die sich mir öffnet. Das sind ganz viele Leute, die ich treffen kann, regelmäßig treffen kann, die einen Treffpunkt haben, wo man dann auch Freiräume hat, ne? Wo man sich der Kontrolle mal der Eltern und der Lehrer entzieht. Die Räumlichkeiten der Dortmunder Ultras sind das beste Jugendzentrum, was es in Nordrhein-Westfalen gibt. Da gibt es alles. Da gibt es Tischtennisräume, da gibt es Billardräume, da gibt es Räume, wo die Leute PlayStation, Wii oder was auch immer spielen. Da ist eine eigene Kneipe und das alles selbst verwaltet. In der Ultragruppe wirst du halt normalerweise akzeptiert, so wie du bist. Da findest du vielleicht Halt, da findest du auch Hilfestellung, auch fürs normale Leben beispielsweise. Und lernst halt auch soziales Miteinander. Es gibt Menschen in Ultragruppen, die sind tatsächlich, die stecken eine Menge persönliche Ressourcen rein. Geld, Freizeit, Zeitressourcen. Ja? Der Verzicht auf vielleicht Familie, auf Beziehung, ja? Auf Karriere. Wenn man in einem Jugendzentrum arbeiten würde und würde den Sozialarbeitern dort erzählen, wie engagiert die Jugendlichen hier sind, die würden sich darüber freuen, wenn sie nur 2, 3 von diesen engagierten Jugendlichen in ihrem Jugendzentrum hätten. Dann wird es dort nämlich auch vorangehen. Wenn man arbeitslos ist, dem wird dann halt geholfen. Ja, oder wenn einer mal ein bisschen Geld braucht, dem wird auch geholfen. Oder wenn Umzug ansteht, ganz, ganz banale Sachen. Also du bist dann auch füreinander da, weil du die Leute auch kennst, weil du mit den Leuten halt auch wirklich alle 7 Tage zu tun hast. Und das dann ganz automatisch kommt, ja, dass du unter der Woche auch Zeit mit den Leuten verbringst, weil du die gleichen Interessen hast, also praktisch auch die gleichen Probleme hast. Ja, hat schon wieder mit mir Schluss gemacht, weil ich statt zum Geburtstag nach Dresden gefahren bin. Wenn man mal fernab von der Gruppenhilfe für die eigenen Leute einfach mal sieht, wie viele gemeinnützige Aktionen, Kinderspenden oder ähnliches, also Spenden für Kinderheime oder für Jugendeinrichtungen, wenn man diese Dinge dann eben auch mit betrachtet, erhält es viel mehr Facetten und es zeigt dann am Ende eben auch, dass es eine schützenswerte Kultur ist. Insbesondere an Standorten, wo es für Jugendliche wenig gibt, oder wo es auch für junge Fußballfans wenig gibt, da sind die Ultras in eine Lücke reingestoßen und stellen ihre eigenen Regeln auf. Das
muss nicht immer im Sinne auch, ich sag mal, der Gesellschaft sein, welche Regeln da aufgestellt werden. Wir nähern uns der Konfliktzone. Die Selbstinszenierung von Ultra endet nicht am Stadiontor. Das Projekt Ultra Chaos gewährt Einblicke in die Welt der Ultras Frankfurt. Also lauf bloß und reiß aus, was geht, damit du merkst, dass dein Kreislauf noch lebt. Ihr seid gegangen, doch ich bleib auf meinem Weg, denn es gibt keinen, der uns schlägt hier bei uns. Also lauf bloß und reiß aus, was geht, damit du merkst, dass dein Kreislauf noch lebt. Ihr seid gegangen, doch ich bleib auf meinem Weg, denn es gibt keinen, der uns schlägt hier bei uns. Es gibt keinen, der uns schlägt hier bei uns. Das Label Elbkaida TV präsentiert das Auftreten von Dynamo Dresden beim Pokalspiel 2011 in Dortmund. Tonangebend die Ultras Dresden. Der massive Einsatz von bengalischen Feuern und Böllern wird nur der Auftakt für einen für viele Beteiligten unerfreulichen Pokalabend. Im Laufe des Spiels suchen Auswärtsfans die gewaltsame Auseinandersetzung mit Dortmunder Sitzplatzbesuchern, Ordnern und der Polizei. März 2012, ein Reisebus, zerstört von Mitgliedern der Kölner Ultragruppe Wilde Horde, die Gladbacher Fans überfällt, mitten auf der Autobahn. Kölner Ultras attackieren mit Mauersteinen und Eisenstangen einen Gladbacher Fanbus. Die Polizei findet in Wohnungen mutmaßlicher Täter ganze Waffendepots. Die Rauchbomben, mit denen sich die Wilde Horde zwei Monate später aus der Bundesliga verabschiedet, schrecken endgültig eine breite Öffentlichkeit auf. Kein guter Tag für die deutsche Ultraszene und keiner für die Bundesliga. Denn seit diesem Mai 2012 wird sich die öffentliche Diskussion dramatisch verändern. Plötzlich taugen Bengalos nicht mehr als euphorisches Ausdrucksmittel. Sie werden jetzt gleichgesetzt mit Randale von der Presse oder hochstilisiert als Symbol der Unbeugsamkeit von den Ultras selbst. 15 Jahre Ultras Frankfurt, auch eine Demonstration der Macht. Die Ultras haben ja die Pyrotechnik in Deutschland nicht eingeführt. Also die Szenen, die berühmt sind für Pyrotechnik, das ist Offenbach. Da gibt es bis heute keine richtig große, relevante Ultraszene. Andere Szene ist Kaiserslautern, da gibt es Ultras. Aber die haben schon gezündet, da kannte noch keiner Ultra. Also kannte man vom Begriff her schon, aber das waren auf jeden Fall noch keine Ultragruppierungen. Das heißt, das Phänomen war vorher schon da. Aber das Aufkommen der Ultras hat zu einer massiven Verbreitung von Pyrotechnik geführt. Das war damals noch kein großes Problem. In der Anfangszeit waren die bengalischen Fackeln im Stadion geduldet, sogar willkommen. Es gab viele Vereine, die da mit auch Werbung gemacht haben. Auch die Medien haben das natürlich verstärkt eingesetzt und auch positiv immer bewertet. Bis dann die Debatte sich gewendet hat und man eher die Risiken von bengalischen Feuern, natürlich auch zu Recht, mehr in den Blick genommen hat. Bis hin dann zu den missglückten Gesprächen, die es gegeben hat zwischen der bundesweiten Initiative und den Fußballverbänden. Also das ist so eine lange Geschichte, die auch heute noch nachwirkt. Pyrotechnik legalisieren. Der DFB prüft 2011 das Konzept einer Faninitiative. DFB-Sicherheitsbeauftragter Helmut Spahn erörtert das legale Abbrennen von Pyro in kontrollierten Bereichen mit Fans. Feuerwehr und Polizei halten das Ganze für unbedenklich. Hannover 96 plant ein Pilotprojekt. Doch plötzlich kippt der DFB die Gespräche. Helmut Spahn verlässt den DFB, der den Dialog mit den Fans ohne weiteren Kommentar beendet. Die Art und Weise, wie diese Gespräche beendet worden sind, ist das, was heute nachwirkt, weil da vieles an Vertrauen, was aufgebaut worden ist, über seriös geführte Gespräche auf beiden Seiten, zerstört worden ist. Und bei jungen Leuten, die sowieso schon sehr misstrauisch Institutionen der Erwachsenenwelt gegenüber sind, hat das dann nochmal zu einer Verhärtung geführt, leider. Die Ultraszene sagt ja, uns wurde eigentlich so ein bisschen avisiert, dass man sich darüber Gedanken machen kann, wie bekommen wir es hin, dass es vielleicht doch legalisiert werden könnte.
was ich glaube nicht geht, aber da gibt es ja immer unterschiedliche Auffassungen. Ich denke, da gab es so ein bisschen ein Kommunikationsproblem, dann wurden die Leute ausgetauscht beim DFB, das war ja mehr ein Problem DFB und die Fanorganisation, weniger DFL, da ist sicherlich einiges schiefgelaufen. Man muss sagen, dass die damalige Situation sicherlich nicht optimal gelaufen ist, das muss man auch selbstkritisch sagen, das haben wir ja nun auch mehrfach eingeräumt, sowohl DFB als auch DFL, dass der Fehler hier darin begründet war, Hoffnungen auf eine Legalisierung zu nähren und zu wecken durch die Gesprächsbereitschaft, die gar nicht zu erfüllen ist. Und das muss ich auch deutlich sagen, es gibt keine Möglichkeit, Pyro in Stadien einzusetzen. Aus Pyro ist längst ein Politikum geworden. Beim Relegationsspiel Düsseldorf gegen Berlin erreicht das Abbrennen allerdings eine neue, negative Qualität. Als die Ultraszene der Hertha gezielt Bengalos auf den Rasen wirft und so einen Spielabbruch riskiert. Überlagert werden diese Szenen später vom Platzsturm des euphorisierten Düsseldorfer Publikums, das den Schlusspfiff gehört haben will. Eine chaotisch, freudetrunkene Stimmung, Aufstiegsjubel eben. Doch die mediale Darstellung dreht sich plötzlich. Düsseldorf war insofern eine Zäsur, als dass dort positive Emotionen als Randale dargestellt wurden. Nicht nur von dem Moderator oder dem Kommentator, der das ganze Spiel im TV kommentiert hat, sondern eben auch von anderen Medien, die ich persönlich halt auch als eigentlich seriös ansehe. Wenn wir uns, und das ist ja nun in der Häufigkeit und in der Vielzahl passiert, die Bilder vor Augen führen, die eben nach dem Abpfiff transportiert worden sind in unser Land und auch über die Landesgrenzen hinaus, dann waren es eben keine gewaltbereiten Ultras, die da am Ende den Platz gestürmt haben. Und ich habe davon von Gewaltbereitschaft und den Dingen überhaupt nichts feststellen können. Wenn sich die Bilder wirklich mal in Ruhe anschauen, dann war das ein Ausdruck der Freude, dann sind da zugegebenermaßen nicht zu akzeptierende Vorkommnisse da gewesen, aber die in keiner Relation zu den Dingen stehen, was daraus gemacht wurde. Das ist gefördert und gepusht worden durch die Boulevardmedien. Also man hat von einem Krieg der Schande von Düsseldorf gesprochen. Was ist da passiert? Zugegebenermaßen, diese Pyro-Geschichte der Hertha-Fans, ich glaube, der Düsseldorfer später auch, das kann man nicht akzeptieren. Aber das war ja nicht der Auslöser für diese Gesamtdiskussion, sondern der sogenannte Platzsturm. Es ist vielleicht nicht ganz glücklich, dass da der Pfiff des Schiedsrichters falsch interpretiert wurde. Aber es war ganz einfach keine Randale. Und da müssen halt auch Leute, die sich im Fußball auskennen, auch Verbandsoffizielle, ganz klar gegensteuern und sagen, Moment mal Leute, hier entsteht ja ein vollkommen falsches Bild. Da wollte niemand was Böses, da sollte gefeiert werden. Aber die Verbindung zu dieser Pyro-Aktion einfach, ich glaube kurz vor der Halbzeit war es, das zusammen hat dann zu diesem Bild geführt. Das waren dann alles die Ultras. Ich glaube, da waren 10.000 Menschen auf dem Feld. 10.000 Ultras gibt es in Düsseldorf nicht. Und auf einmal ist alles in eine Schiene reingekommen. Und das hat natürlich einen Druck reingebracht. Die Politik hat auf einmal Druck ausgeübt. Und wir hatten hier eine Diskussion, die für mich eigentlich völlig deplatziert war. Wir wollen ja gar nicht leugnen, dass es Probleme ab und zu gibt. Aber auch was man aus diesem Düsseldorf-Spiel gemacht hat, das war für mich ein Witz. Radikale Fans, sogenannte Ultras, jeder Dritte, gewaltbereit. So fühlen sich auch normale Fans aufgestachelt und machen, was sie wollen. Wie beim Relegationsspiel Düsseldorf gegen Hertha vor einer Woche. Ehe das Spiel zu Ende ist, stürmen sie den Platz für 20 Minuten. Auf diese Weise können Fans sogar Spiele mitentscheiden. Dieser Kuschelkurs des DFB mit den gewaltbereiten Fans, insbesondere den Ultras, ist, kann man so sagen, gescheitert. Die Annäherungsversuche klingen mehr wie Hilflosigkeit, denn nach einem echten Konzept. Und es wird tatsächlich nicht nur optisch, sondern auch für uns spürbar immer schlimmer, die Gewalt in den Stadien. Und auch die Vereine tun zu wenig, wie das Skandalspiel von Düsseldorf zeigt. Jeder, der sich damit beschäftigt, mit der Thematik, der sieht, also wenn er bis 13 kann, sieht auch irgendwann sofort diese
Doppelmoral, Scheinheiligkeit, also ist ja schon so oft benutzt worden, diese Begriffe, aber die treffen es halt. Bengalos sind sein Reizthema. Der seriöse Journalismus legt eine Pause ein, auch hier. Herr Kerner, was wollen Sie uns zeigen? Ich möchte einfach darauf hinweisen, dass das nicht einfach irgendein Spaß ist und irgendwas Stimmungsförderndes. 3 Sekunden, 4 Sekunden, 5 Sekunden, dann steht das Kind in Flammen, hat vielleicht eine Jacke an, die fest schmilzt auf der Haut. Diesem Kind ist nicht mehr zu helfen. Und wer bei Ansicht dieser Bilder noch sagt, das sei stimmungsvoll, der gehört eigentlich, ich will es gar nicht aussprechen, dem kann man nicht mehr helfen, sagen wir es mal so. Und auf einmal wurde aus jedem kleinen Vorfall, gab es hier Riesenmeldungen bis zu Fernsehberichten. Dieses Beispiel, das hinkt einfach nicht, dann darf das Oktoberfest in München nie mehr stattfinden. Ja, das wird zwar immer wieder genannt, aber das ist ja in der Tat so. Dort passiert, glaube ich, mehr Gewalt als im ganzen Fußball in der ganzen Saison und trotzdem findet es statt. Das ist, glaube ich, das Hauptproblem bei den Medien, dass das eigentlich immer wieder bei Null anfängt. Es wird immer wieder die gleichen Probleme wieder neu aufgewärmt und so entstehen Moralpaniken. Also das Gefühl, dass es hier ein riesiges gesellschaftliches Problem gäbe. Was wir jetzt erlebt haben, insbesondere dieses Relegationsspiel Hertha BSC Berlin gegen Fortuna Düsseldorf, das zeigt eine Fratze des Fußballs, die so diese sinnlosen Spiele da machen, diese faschistoiden Versammlungsrituale vor so einem Match. Das ist ja völlig uninteressant. Das soll man denen abgewöhnen. Dieser harte Kern, die Taliban der Fans, sage ich jetzt mal, das sind die Leute, auf die man Rücksicht nehmen muss wegen Geld? Also die Erfahrungen, die man mit den Medien gemacht hat in den vergangenen Jahren, waren, glaube ich, eher negativ, ja, auf allen Ebenen. Die Kollegen auf der Arbeit, das ist ein schönes Beispiel. Also was die sich vorstellen, was im Stadion los ist, da schüttel ich dann nur noch den Kopf. Früher war es, in Bengalo war südländische Atmosphäre, heute ist es Krawall. Da ist man natürlich sehr skeptisch geworden. Und oftmals ist es natürlich auch so, das, was die Polizei sagt, ist wahr und das, was die Fans sagen, naja, da zweifelt man erstmal dran und so berichten natürlich auch die Medien drüber. Und dann wundert man sich natürlich nicht, wenn die Zusammenarbeit mit den Medien erstmal skeptisch gesehen wird oder sogar komplett abgelehnt. 20. Oktober 2012. Vor dem Ruhrgebietsderby demonstriert die Polizei zwar massive Präsenz, aber auch mangelnde Kenntnis der Ultraszene. Die Ultras aus Gelsenkirchen ändern kurzfristig ihre Anreise nach Dortmund. Für die Polizei ohne jede Vorwarnung. Wir sind dort an einer U-Bahn-Station oder S-Bahn-Station ausgestiegen. Das war eine Anreise, bei der sich die Schalker Ultras und Fans vorher geeinigt haben, dass sie nicht mit einem Sonderzug der Polizei anfahren wollen, weil sie in den Jahren vorher, und das habe ich selbst auch gesehen, zumindest in dem vorvorigen Jahr, bei ihrer Anreise mit Flaschen, mit Steinen beworfen wurden von Fans und eben da von Dortmunder Fans und dort nicht geschützt wurden. Und sie haben gesagt, so, das wollen wir nicht mehr, wir empfinden diesen Polizeischutz nicht, deswegen wählen wir eine alternative Anreise. Das hatte nichts mit konspirativ zu tun, die sind mit öffentlichen Verkehrsmitteln angereist. So, was ist da Konspiratives dabei? Und dann sind wir diese halbe Stunde von der S-Bahn-Station Universität bis zum Stadion marschiert. Und ich glaube, das war die Besonderheit auch an diesem Spieltag, dass diese Fans über schnelle Kommunikationsmittel, Handys, auf einmal ganz neue Wege genommen haben, sich, sag mal, an den sogenannten Drittspielorten getroffen haben, irgendwo im Uni-Bereich. Das haben sie wohl gut gemacht, verdeckt. Die Polizei hat wohl zumindest keine Kenntnisse frühzeitig bekommen. Sie haben sich in Kleingruppen auf verschiedenen Bahnhöfen im Ruhrgebiet gesammelt und sind dann eigentlich unerkannt bis zum Ausstieg in der Nähe des Stadions, in der Nähe der Universität, bis nach Dortmund gekommen und haben dadurch für uns eine neue polizeiliche Situation herbeigeführt. Denn plötzlich kreuzen sich Anmarschwege Dortmunder und Schalker Ultras. Das Eintreffen der Schalker Ultras am Stadionvorplatz, konsequente Fantrennung, viel Anzeige. Und das bei 1200 eingesetzten Polizeibeamten. Das Miteinander von Einsatzleitung, ortsfremden Polizeihundertschaften und der Bundespolizei wird vorgeführt von beiden Ultragruppen. Und richtig eskaliert ist es wirklich dann im Bereich Stadionvorplatz, wo eben auch noch nicht so viele Polizeikräfte da waren. Und da hat man dann versucht, sofort die Dortmunder Fans zu attackieren, was dann mehr oder weniger in der Anfangsphase verhindert werden konnte.
auf einmal kam aus einer anderen Richtung recht harte, einschlägige Dortmunder Hools, also wirklich Hools-Szene, nicht mehr Ultraszene. Da frage ich mich auch, warum hat die Polizei kein Auge im Vorfeld darauf gehabt? Warum haben die nicht gesehen, wo die sich bewegt haben? Das wäre ja für mich eine Einsatzstrategie. Während die Schalker längst im Stadion sind, schaukelt sich die Situation draußen weiter hoch. Pfefferspray gegen aggressiv auftretende Ultras, deren Gruppensolidarität dagegen macht auch vor der Polizeideutsch-Gefangenenbefreiung nicht Halt. Wer hier nach Deeskalationsstrategien fragt oder einem monatelang ausgearbeiteten Sicherheitskonzept fürs Derby, der findet keine Antworten angesichts solcher Bilder. Dass eine zweite große Schalker Ultragruppierung ohne Polizeibegleitung mitten ins Dortmunder Kreuzviertel eindringt, passt ins Bild dieses Einsatztages. Ist auch einfach unerklärlich, wie die Polizei es sogar schafft, zwei verfeindete Fangruppen aufeinander zuzuführen. Und da sehe ich dann Polizisten, die wirklich nicht wissen, wo Norden ist und die Karte falsch rumhalten und die Leute Richtung Stadion schicken wollen, aber dann vom Stadion wegschicken, weil die wirklich überhaupt nicht ortskundig sind. Und da fängt es halt an. Und das sind einfach... Das ist einfach total unprofessionell. Im Stadion. Die Auseinandersetzung zwischen Ultragruppen erfolgt ritualisiert und fast ausschließlich verbal. Den Schalkern ist die Mitnahme aller Fahnen und Doppelhalter verboten, als Konsequenz aus einer Pyroaktion des Vorjahrs. Gezündet wird von den blau-weißen Ultras dennoch. Die Atmosphäre im Stadion intensiv. Doch der Polizeibericht am Montag nach dem Spiel wird die allermeisten der mehr als 80.000 überraschen. Der Graben zwischen Realität und medialer Aufbereitung wird immer größer. Ohne jede Selbstkritik fordert der Polizeipräsident von Dortmund als Konsequenz Derbys ohne Auswärtsfans und ist der Meinung, dass doch wir trotz großer Polizeipräsenz, werden über 1000 Polizeibeamtinnen und Beamte im Einsatz, doch Ausschreitungen da waren, Gewalt gegen Polizeibeamte da waren, wir 180 in Gewahrsamnahmen hatten, verletzte Kolleginnen und Kollegen hatten. Das ist eine Bilanz nach einem Derby, die im Vergleich zu den letzten Jahren nicht im normalen Rahmen war. Festnahmen im Stadion, keine zwei Dutzend. Doch das verbreitete Bild von der angeblichen Stadiongewalt festigt sich. In welchem Umfang Ultras daran beteiligt sind, erfasst übrigens keine Statistik. Da macht man es sich zu einfach, wenn man sagt, wenn man jetzt hört Gewalt und es ist irgendwas passiert und setzt es gleich mit der Ultraszene. Ich glaube, dass, das ist zumindest so mein Eindruck, auch diese Ultraszene ja von den Köpfen ein bisschen geleitet wird. Im Fokus der Polizei stehen Ultras dennoch, was ihrem oft martialischen Auftreten geschuldet ist. Lautstark dazu, kritisch, provokant. Die Ultras sind entstanden, als die Hooligans eigentlich gerade abgetreten sind. Das heißt, es gab einen Staatsapparat, einen Polizeiapparat, auch einen Kontrollapparat, auch bestimmte Instrumente, Stadionverbote etc. Waren nun vorhanden. Die Hooligans sind eigentlich mehr oder weniger nicht verschwunden, aber sie sind aus dem Blickfeld gekommen. Und nun waren da die Ultras, sehr extrovertierte, sehr gut sichtbare Gruppe, die immer auch in Gruppen aufgetreten sind, die auch sich nicht immer korrekt verhalten haben. Da gab es schon mal Leute, die irgendwie mal eine Flasche geworfen haben oder mal einen Sticker geklebt haben, eine Mülltonne umgeworfen haben. Das heißt, die haben die polizeiliche Aufmerksamkeit auf sich gezogen und haben dann eigentlich den ganzen Maßnahmenkatalog, das ganze komplette Programm, was für die Hooligans aufgebaut wurde, haben das eigentlich abbekommen. Ein Missverständnis von Anfang an. Um Ultra zu verstehen, bräuchte es mehr. Die Szene ist im permanenten Wandel. Und jetzt muss man sich vorstellen, das waren eigentlich junge Fußballfans, die mal ein bisschen über die Stränge geschlagen haben. Aber die sind dann ja auch in eine Rolle gedrängt worden. Ne? Also es war ganz klar, plötzlich, die Polizei sind unsere Feinde. Und so hat sich eigentlich ein Feindbild etabliert bei den Ultras, die gesagt haben, die Polizei handelt gegenüber uns sowieso willkürlich oder zumindest unverhältnismäßig. Das Feindbild Polizei ist sehr ausgeprägt bei den Jugendlichen. Einfach durch negative Erfahrungen, die sie gemacht haben, gerade bei Auswärtsspielen, auf Auswärtsfahrten und so. Das ist schwierig, dieses Feindbild aufzuweichen. Das Verhältnis von Polizei zu Ultras ist nur selten eines. Mit bizarren Folgen bei jeder Auswärtsfahrt. Das beginnt meist schon am Bahnhof. Wir sind ja schon teilweise bei Abfahrt da.
ja, wo du dann teilweise gar nicht mehr für dich alleine fahren darfst oder kannst. Ja, du musst auch teilweise dann die Wege fahren, die die Polizei dir vorgibt. Ja, mit hier umsteigen und jetzt bitte nicht 10 Minuten Umsteigszeit, jetzt bitte nichts zu trinken holen, sondern direkt zum nächsten Zug. Ja? Wo du ja so ganz, ganz normale menschliche Bedürfnisse gar nicht mehr nachgehen darfst. Du darfst nicht mehr auf Toilette gehen, du darfst nichts zu trinken holen, kein Wasser holen, kein Bier holen, kein gar nichts mehr. Ja, dann entsteht natürlich ein gewisses Konfliktpotenzial. November 2012. Dynamo Dresden reist mit weit über 10.000 Auswärtsfans zum Pokalspiel nach Hannover. Nur wenige Einlasstore sind geöffnet und sie öffnen spät. Sagen wir mal dieses Spiel zwischen Hannover und Dresden im Pokal. Also, da gab es einen vermeintlichen Sturm der Dresdner Ultras. Daraufhin etliche, auch überregionale Zeitungen haben dieses Thema groß aufgegriffen und haben darüber geschrieben, wie schlimm die Dresdner Hools, Ultras, Fans waren. Daraufhin hat sowohl die Fanhilfe Hannover als auch die Dresdner Fanprojekte, Fanverbände haben sich geäußert und haben versucht, ihre Hintergründe zu erklären und ihre Hintergründe zu beschreiben. Da ist ein völlig anderes Bild entstanden, bei dem es auch gekennzeichnet wurde, dass nur zwei Eingangstore für 15.000 Personen geöffnet waren und dass deswegen eine Massenpanik entstanden ist. Doch wer hat Interesse am differenzierten Blick, wenn doch eine angeblich ständig steigende Stadiongewalt Auflage, Quote und Wählerstimmen verspricht? Also ich glaube, was man schon beobachtet und sagen kann, ist, dass die Art der Brutalität sich verändert hat. Also es gibt jetzt für diejenigen, die Gewalt anwenden, keine Hemmschwellen mehr. So hat es jedenfalls den Anschein. Das führt dazu, dass auch mehr Verletzte, überhaupt auch verletzte Polizisten da sind. Und das ist nicht akzeptabel. Und das ist natürlich auch das, was medial dann rüberkommt, wenn man sich die Szenen anschaut. Das Ganze noch in Pyro-Licht gekleidet, da wird einem schon Angst. Wir müssen davon ausgehen, dass in diesen Ultra-Fan-Gruppierungen auch der ein oder andere dabei ist, der eben auch mit dem Ziel ins Stadion kommt, Gewalt auszuüben oder gewaltbereit ist. Und das macht diese Fangruppierung für uns so, dass wir sie im besonderen Fokus haben müssen. Es gibt keine Ultragruppe, die sich von Gewalt distanziert. Bei allen Ultragruppen ist es toleriert oder gehört es auch quasi zur Kultur dazu, dass andere Gruppen angegriffen werden können, dass es Ziel ist, Fanutensilien von anderen Gruppen zu stehlen, also Banner zu stehlen oder andere Insignien letztendlich zu stehlen. Dass es auch dazugehört, andere Gruppen an ihren Treffpunkten anzugreifen, in den Zügen anzugreifen. Und das wird ultraintern als Bestandteil der Szene oder als Bestandteil der Kultur definiert. Es ist aber aus der Außenperspektive natürlich von Polizei, von Staat, von Vereinen auch nicht zu dulden. Genau hier machen es Ultras ihren Kritikern leicht. Die allwöchentliche Rennerei mit der Polizei, inszeniert und provoziert, immer wieder aufs Neue. Für viele junge Fans gelangen solche Konflikte erst durch die mediale Überhöhung rund um den Fußball zu echter Bedeutung. Dabei bleibt es in den allermeisten Fällen beim Spiel mit der Möglichkeit gewaltsamer Aktionen. Der Eventcharakter von Gewalt bekommt zunehmend Bedeutung für Menschen, deren Leben relativ langweilig dahin plätschert. Ich würde die Ultras da in keiner Weise, in irgendeiner Form herausnehmen aus der anderen Gesellschaft. Es ist durchaus mal so, dass gewaltbereite Fans dorthin gezogen sich fühlen, weil sie die Medienpräsenz haben, sie haben das Gruppengefühl, sie haben ein tolles Event, man kann sich von A nach B mit Freunden, mit Bekannten begeben und sie haben eventuell eben auch dieses Katz-und-Maus-Spiel mit der Polizei, was ihnen Freude bereitet. Wir haben eine gewaltaffine Szene, da gibt es Leute, die haben wir überall, die gibt es glaube ich bei jedem Fußballverein, die gibt es in jeder Jugendkultur und die Abgrenzung ist schwierig dadurch, dass es sich um einen Freundeskreis handelt. Ultragruppen wollen sich von Gewalt deswegen nicht distanzieren vollends, weil ein Teil von den Leuten aus ihrer Gruppe gelegentlich Gewalt ausübt. Das ist nie die ganze Gruppe. We'll be right back.
Es war nur nie der Mittelpunkt des Ganzen. Es wird nur lediglich derzeit so dargestellt, dass Gewalt das große Ziel ist. Nein, Gewalt ist, wenn, allerhöchstens Mittel zum Zweck. Ich selbst bin jemand, der sagt, ich will mit Gewalt nichts zu tun haben, weil damit würde ich mir selbst mein Leben ruinieren. Und das ist mir alles nichts wert. Aber das Problem ist, selbst ich bin nicht davor gefeit. Also man kommt in eine Situation, wo dann die Gruppendynamik losgeht und dann muss man nicht mal was machen und ist trotzdem mit drin. Also ruckzuck hat man auch allein die Anzeige wegen dem Landfriedensbruch am Hals. Ich war als Kapo nie gewalttätig, bin noch nie großartig durch körperliche Gewalt aufgefallen. Oder was heißt großartig? Ich bin noch nie durch körperliche Gewalt aufgefallen. Und sehe das deswegen auch jetzt genauso wie vorher eigentlich, dass man sich damit leider eben auch viel kaputt macht. Doch mit dem Reizwort Ultras verbinden manche eine Debatte um angeblich unsichere Stadien. Es ist eine Geisterdebatte. Wenn Sie diejenigen fragen, die ins Stadion gehen, die regelmäßig ins Stadion gehen, die werden diesem Bild, dass es gefährlich ist im Fußball gehen, immer widersprechen. Weil statistisch, auch die Polizeistatistik statistisch belegt, ist es absolut sicher, ins Stadion zu gehen. Kein Tatort. Aller Medienhysterie zum Trotz. Unsere Bundesliga-Stadien. Ich glaube, man muss halt aufpassen, dass man sich nicht in so eine Hysteriespirale reindreht, dass man einfach Angst hat, weil irgendwie jemand sagt, man muss jetzt Angst haben. Also es gibt keinen Grund, Angst ins Stadion zu haben. Und die meisten Vorkommnisse, über die wir reden, sind ja auch eher außerhalb der Stadien. Wenn Sie aber Leute bei den Medien fragen, wenn Sie Leute von den Bildschirmen fragen, wenn Sie Leute bei der Politik fragen, dann bedienen alle dieses Bild, es ist gefährlich, ins Stadion zu gehen. Also wir haben da Wahrnehmungswelten, die absolut weit auseinanderliegen. Hat auch damit zu tun, dass das Thema Gewalt beim Fußball instrumentalisiert wird. Einerseits instrumentalisiert wird von den Medien zum Verkaufen, andererseits auch von der Politik, um sich, gerade von der Innenpolitik, um sich als durchsetzungsfähig darstellen zu können. Und dass die Leute, die ins Stadion gehen, immer erleben, als da reden Leute über etwas, die haben keine Ahnung. Berlin schaltet sich ein, macht Druck auf die Fußballverbände. Schon die Länderinnenminister überschlagen sich seit Sommer 2012 mit populistischen Forderungen wie Stehplatzverboten, Nacktscannern oder Geisterspielen. Und auch der Bundesinnenminister sorgt sich. Morgen. Das ist aber nicht nur in den Stadien natürlich die Gewalt, die sich da abspielt, sondern auf den Reisewegen zu den Stadien, an den Bahnhöfen, ein großes Problem. Da gibt es keine Fernsehkameras. Aber dennoch passiert da die Gewalt. Und insofern macht mich das schon sehr besorgt. Und zur gleichen Zeit verzeichnen die Bundesliga-Clubs einsame Zuschauerrekorde in Europa. Und das Stadionerlebnis als Familienausflug ist allwöchentliche Realität. Spät reagiert die DFL auf die zunehmenden Drohungen der Politik nach Kostenbeteiligung von Polizeieinsätzen mit dem Konzept sicheres Stadionerlebnis, das den 36 Profiklubs einen Verhaltenskodex im Umgang mit seinen Fans vorgibt. Fristsetzung 12.12.2012. Wir sind damals in eine Vermittlerrolle und eine Moderatorenrolle gelangt und haben diesen Auftrag eben, weil wir das Gefühl hatten, es ist jetzt Zeit, dass wir auch den Kopf aus der Deckung stecken müssen und haben deshalb diese Aufgabe übernommen. Aber wir ziehen uns auch da wieder zurück, weil die Aufgabe und die Arbeit, die muss vor Ort mit den Vereinen, mit den Fans vor Ort passieren. Das kann niemand aus Frankfurt lenken und steuern. Das wollen wir auch nicht. Ich hätte mir da einfach mal gewünscht, dass die Vereine auch einfach mal sagen, Leute, wir können darüber gerne reden, aber wir lassen uns hier sicherlich nicht vor irgendeinen Karren spannen. Und lasst uns über alles sachlich reden, aber lasst uns aus diesem medialen Druck herauskommen. Und vor allem lasst den Politikern einfach mal sagen, das ist unser Fußball, unser Problem, wir lösen das schon. Der Protest der Fankurven erfolgt organisiert und bestens vernetzt, mit Ultras an der Spitze. Sie sehen Fankultur und Bürgerrechte bedroht durch Ganzkörperkontrollen, Videoüberwachung und den Entzug von Auswärtskarten. Zusammengefasst von der Kampagne 12.12. Ganze Stadien schweigen. 12 Minuten und 12 Sekunden lang. In Dortmund sind es mehr als 80.000. Wir wollen Fußball! Wir wollen Fußball!
damit hätte keiner gerechnet. Und das unglaublich war das einfach. Ich war absolut beeindruckt, wie wirklich so viele Leute zusammen einfach mal eine Stille erzeugen können, die ja schon fast beängstigend war. Und ich glaube nicht, dass das nur eben Ultras waren. Oder dass, man hat ja gesehen, dass es nicht nur Ultras waren. Und das zeigt eben auch, dass die Ultras eben doch nicht so abgekapselt sind, wie viele das immer gerne behaupten. Es war gespenstisch. Und das war auch, es hat mir auch nicht gefallen, aber nicht um des Protestes willen, sondern weil ich den Eindruck hatte, dass es für uns abträglich war. Weil es mag Zufall sein, aber wir haben in dieser Phase kein einziges Heimspiel gewonnen. War natürlich atmosphärischen Sieg für diese 12-12-Bewegung. In dem Fall jetzt 12-12 war es natürlich auch die Einsicht, jetzt müssen wir uns mal gemeinsam zusammensetzen und da was auf die Füße stellen, was medial wirksames und öffentlichkeitswirksames auf die Füße stellen. Denn ansonsten können wir hier den Laden demnächst dicht machen. Einen Vorgeschmack auf die Ganzkörperuntersuchung bietet Münchens Polizei seinen Gästen aus Frankfurt, als der FC Bayern konsequent von seinem Hausrecht Gebrauch macht. Das Konzeptpapier entzweit Fanvertreter und Polizei. Was spricht dagegen, an einem Stadionvorplatz ein Zelt aufzustellen? Ich finde es sogar sehr positiv, weil der Betroffene wird nicht irgendwo an einen Baum gestellt und wird durchsucht oder an einen Zaun. Nein, er kann in ein Zelt gehen, kann da die Jacke ausziehen, man kann die Taschen leeren. Im Winter ist es sogar noch geheizt. Also ich sehe da jetzt nicht das Problem. Der zweite Bereich ist, dass Kartenkontingente reduziert werden. Ich glaube, dass die Vereine da erstmal sehr sparsam mit umgehen werden, um nicht noch mehr zu provozieren. Sie können Vollkörperkontrollen einführen, Sie können das Gästekartenkontingent reduzieren. Also eigentlich ist ja der Willkür jetzt so ein bisschen Tür und Tor geöffnet. Ich glaube, die Vereine tun gut daran, damit auch sehr sensibel umzugehen. Die Innenpolitik macht Druck, die Weine stehen bevor. Schnell muss was getan werden, schlagt doch mal ein paar Themen vor. Damit die Bürger endlich wieder euren Worten glauben. Die Fankultur war euch immer schon ein Dorn im Auge. Weg mit all denen, die euch jetzt im Wege stehen. Rasterfahndung ist das Stasi oder DFB. Ein neues Sicherheitskonzept, jetzt habt ihr was ihr wollt. Massenüberwachung nicht genug, jetzt gibt es Nackkontrolle. Alles können die mit uns auch nicht machen. Das war, so, glaube ich, so ein bisschen der Spirit, der in den Stadien zu spüren war. Das war schon beeindruckend, das muss man sagen. Aber was genauso positiv dann am Ende war, dass sich auch dann die positiven Kräfte wieder auch zu Wort gemeldet haben, als es nämlich da zu Verfehlungen kam in den Stadien, dass dann auch Ultras rausskandiert wurde, weil es zuzurechnen war. November 2012, Fortuna gegen den HSV. Lasst uns ein Spiel spielen. Diese Zaunfahne der Hamburger Ultragruppierung Chosen Few, abgefackelt von eigenen Bengalos. Der Kampf für die Pyroshow im Stehblock ist seit diesem Freitagabend in Düsseldorf faktisch aussichtslos. Gelsenkirchen am Tag darauf. Die Gruppe der Hugos zelebriert vor ihrem bevorstehenden Stadionverbot ein letztes Mal das Spiel mit dem Feuer. Akzeptanz für die Sache der Ultras gewinnen sie damit nicht. Unüberhörbar in Gelsenkirchen die Rufe Ultras raus. Dabei gäbe es durchaus Gründe, die Meinung der Ultras anzuhören. Bei der Vergabe bundesweiter und jahrelanger Stadionverbote etwa. Obwohl in den wenigsten Fällen Ordnungs- oder Straftaten nachgewiesen werden können, werden jahrelange Stadionverbote zunehmend kollektiv verhängt. Die gängige SV-Praxis wird in den Ultraszenen und ich glaube auch allgemein in den Fanszenen als ungerecht angesehen. Denn sie soll ja eine Präventivmaßnahme sein und unterliegt dem Hausrecht. Aber im Grunde genommen verkommen Stadionverbote zum Ersatzstrafrecht. Zentrale Informationsstelle Sporteinsätze CIS in Duisburg. Hier registriert die Polizei einen Negativtrend. Wir kommen einfach nicht weiter. Wir können das Feld gewaltmäßig nicht beruhigen. Der letzte Jahresbericht von der CIS, der Zentralen Informationsstelle für Sportveranstaltungen, spricht da deutliche Zahlen. Wir haben fast 30% mehr Verletzte. Wir haben über 20% mehr Straftaten und Festnahmen und das ist eine Entwicklung, die mir große Sorgen macht. Wer diese Verletzungen verursacht hat, sagt die Statistik dagegen nicht. Und wie viele Strafverfahren wieder eingestellt werden mussten, auch nicht.
Wir wissen, dass etwa 70% der Fälle, die die Polizei als ermittelt an die Staatsanwaltschaft gibt, eingestellt werden. Genau das Gleiche haben wir übrigens auch bei den Strafverfahren gegen Fans oder gegen Ultras, gegen die Stadionverbote verhängt werden. Auch da werden mit hoher Wahrscheinlichkeit 70-80% der Verfahren später eingestellt. Irgendein kleiner Vorfall, da reicht die Aussage eines Ordners und schwupp habe ich mein Stadionverbot und dann wahrscheinlich nicht nur mal für ein paar Monate, sondern gleich mal für ein Jahr, zwei Jahre, drei Jahre. Und zudem wird halt überhaupt nicht differenziert. Die Leute, da sitzt einer, der kriegt ein Stadionverbot, weil er einen Krankenhausreif geschlagen hat und der nächste sitzt daneben, weil er ein Stadionverbot hat, weil er einen Aufkleber geklebt hat. Kriminologisch wissen wir, dass Sanktionen, die ich ohne Kenntnisse über den Täter und auch ohne Kenntnisse über die genauen Abläufe verhängen, im günstigsten Fall wirkungslos sind, in der Regel sogar eher dysfunktional sind. Und genau das haben wir hier. Also die Stadionverbote wirken in meinen Augen dysfunktional, weil sie die Betreffenden eher zu Helden stilisieren. Die haben dann eher einen bestimmten Status in der Gruppe, den sie auch ausleben können. Sie fahren ja dann mit zu den Auswärtsspielen, sie treffen sich bei den Auswärtsspielen irgendwo, verursachen manchmal dann eben auch Probleme für die Polizei. Da müssen die Verbände, gerade Polizeien, auch Vereine wirklich ganz genau hinschauen, wann ein Stadionverbot sinnvoll ist, wann Kollektivstrafen sinnvoll sind. Man kann nicht einen kompletten Block ausschließen, nur weil sich zwei Leute daneben benommen haben. Also ein Stadionverbot hilft nicht, sondern ein Stadionverbot ist eigentlich ein probates Mittel, die Lage noch weiter eskalieren zu lassen. Mehr als 3000 registrierte Stadionverbotler zählt die Polizei. Viele von ihnen sind Ultras. Und dann eine Zahl, die die Wucht der öffentlichen Debatte befremdlich erscheinen lässt. Der Anteil der beim Fußball verletzten Personen liegt bei 0,005%, errechnet die CIS. Bei jedem Dorffest geht's gefährlicher zu. Auch da sollte man differenzieren zwischen Personen, die zum Beispiel durch Ultras verletzt worden sind und die eben benutzen diese Zahl. Aber nicht sie vermischen quasi mit Zahlen von Personen, die durch polizeiliche Maßnahmen verletzt worden sind. Da schmeiße ich wirklich Äpfel und Birnen zusammen und produziere Zahlen, die dann bei der Bevölkerung den Eindruck von einem Problem vermitteln, was wir in der Realität gar nicht haben. Also das Stadion ist sicherer als jede U-Bahn-Station, sicherer als die Straßen. Generell ist die Chance, Opfer zu werden von einem Gewaltdelikt oder von einer Körperverletzung im und um das Stadion herum, vor allem für die, die als normale Zuschauer dorthin gehen, so gut wie nicht gegeben. Warum aber betätigen sich die, die all das wissen müssten, als Scharfmacher? Der 60-jährige BVB-Fan Rüdiger Raguse lädt den Innenminister von NRW öffentlich und auch persönlich zum Besuch der Südtribüne ein, um sich selbst ein Bild zu machen von den Zuständen vor Ort. Der angesprochene Innenminister Ralf Jäger gibt sich gern meinungsfreudig und dialogbereit. Dialog und Unterstützung für Fans auf der einen und konsequentes Vorgehen gegen Gewalttäter auf der anderen Seite. Jägers Forderungen und Drohkulissen gegenüber Vereinen, Verbänden und Fans stehen in seltsamem Kontrast zur selbstpraktizierten Bürger- und Fannähe. Eine Antwort bekommt BVB-Fan Raguse erst im Januar 2013, Wochen nach der persönlichen Einladung. Es ist eine Absage. Aus Termingründen. Eine Interviewzusage gegenüber Sky zieht sein Ministerium im Februar 2013 zurück. Es ist oftmals so, dass du nur Kopfschütteln noch hast, weil Menschen, die ich zumindest noch nie hier zum Beispiel bei uns im Stadion erlebt habe, auf einmal sich als profunde Kenner der Szene da geben und hochpopulistisch irgendwelche Dinge fordern. Kurz vor den Wahlen fühlen sich immer irgendwelche Politiker berufen, den harten Hund zu spielen. Und das passiert in Wellenbewegungen. Das Problem ist, dass die Vorschläge, die da von den Innenpolitikern kommen oder von einigen Innenpolitikern kommen, eben nicht zu einer Verbesserung dieser Situation beitragen, sondern wahrscheinlich eher zu einer Verschärfung. Eben aus diesem Grunde, weil die jungen Fußballfans sich ja als nicht gewünscht eigentlich wahrnehmen oder empfinden. Das heißt, man muss da eher die Ruhe bewahren, man muss die Bilanz mit Kühlkopf ziehen, man muss eine größere Neugier für die haben, die sich dort artikulieren. Ultras jenseits aller Hysterien. Eine boomende Jugendszene, vor allem der Großstädte. Junge Fußballfans. Wer diese Szene ignoriert und nicht integriert ins Clubumfeld, der bekommt Probleme.
glaube, das ist ganz, ganz wichtig, dass man es nicht so abtut, sondern auch im Dialog dann zeigt, dass man sie ernst nimmt, dass man hier und da Verständnis hat für gewisse Dinge, die sie einfordern. Ich glaube, wichtig ist aber auch umgekehrt, dass man auf Seiten der Ultraszene erkennt, dass das, was der Verein möchte, vielleicht auch nicht so ganz abwegig ist und dass immer ein Kompromiss gefunden werden muss. Ich glaube, wenn man auf Konfrontation geht, beidseitig, dann kann es zu so Eskalationen kommen, die jetzt wir teilweise ja leider Gottes in dem einen oder anderen Stadion gesehen haben. Grundsätzlich begegnen uns als Verein die Ultras schon so, dass sie der mutmaßlich der aktive Teil der Fanszene sind, die sich um vieles Gedanken machen, die uns sicherlich auch viel Arbeit in Anführungsstrichen machen. Dahingehend meine ich nicht Randale oder Ähnliches, sondern einfach, dass sie generell auch mehr fordern von uns, mehr Mitarbeit wünschen. Wir haben so 4-5 Mal im Jahr einen Kreis, der mit den Führern der jeweiligen Ultra-Bewegung, wir haben ja drei, aber wir haben darüber hinaus auch Arbeitskreise, wo es darum geht, Maßnahmen gegen rechte Gewalt. Wir haben einige andere Dinge, du siehst dich also relativ häufig. Was wir sagen ist, dass das Verhältnis des Bezugsvereins zu seiner eigenen Fanszene von überragender Bedeutung ist. Umso glaubwürdiger die Arbeit des Vereins von den Fans eingeschätzt wird, also glaubwürdig in dem Sinne, die interessieren sich für uns, die binden uns ein, die suchen den Dialog mit uns. Also Stichworte Vereine, wo das tatsächlich auch der Fall ist, Union Berlin, St. Pauli, auch beim HSV. Und da, überall da hat der Verein wesentlich größere Möglichkeiten, Einfluss zu nehmen, positiv Einfluss zu nehmen und, wenn es sein muss, auch zu sanktionieren. Leverkusen, Januar 2013. Aus dem Frankfurter Ultra-Block fliegen Bengalos und Leuchtraketen auf den Rasen. Schiedsrichter Stark belässt es bei einer Unterbrechung. Die Presse bei vergleichsweise sachlicher Berichterstattung, begleitet von ersten und klaren Distanzierungen der aktiven Frankfurter Fanszene. Immerhin. Ultras, bei nüchterner Betrachtung kein Fremdkörper, eher ein unbequemer Bestandteil unserer gewachsenen Fankultur, die es gemeinsam zu bewahren gilt. Dumm natürlich dann, wenn aufgrund zur unklaren Lage Entscheidungen getroffen sind, beispielsweise gegen Stehplätze. Ja. Das ist dann vielleicht der Endpunkt der Luxurisierung der Stadien. Die wird aber dann eine neue Form von Protest auch generieren. Da bin ich sicher. Wertschätzung, dass man sich mit den Fans auseinandersetzen muss, dass es nicht nur Kunden sind, die zum Fußball kommen, sondern dass die ihren Verein leben, ihren lieben und auch leben. Ja, dass das einfach wichtig ist und das müssen die Vereine wissen und das müssen sie auf dem Schirm haben. Also, weil sonst haben wir nur noch eine Showveranstaltung und diese Emotionalität geht komplett flöten. Der Fußball, DFB, das ist zwar noch ein Fußballverband, aber realistischerweise müssen wir sagen, es ist ein Produzent von einem absolut hochwertigen Unterhaltungsprodukt und da spielen dann eben gesellschaftliche Aspekte manchmal halt auch nur eine marginale Rolle. Es wäre allerdings aus meiner Sicht wünschenswert und doch auch sehr wichtig, sich dieser bewusst zu werden, dass Fußball nicht nur ein Produkt ist, sondern eben auch ein gesellschaftliches Kulturgut, was auch, auch ein riesiges gesellschaftliches Potenzial bergen kann für positive gesellschaftliche Entwicklung. Die Chance ist gegeben, aber nur der, der auf Dialog setzt. Das gilt auch für Ultras. Statt auf Repression oder Gewalt, der wird sie nutzen. Das einmalige Stadionerlebnis Bundesliga lässt sich nur so erhalten. We'll be right back.
Greyman Extreme, the new fragrance. Die Welt braucht bessere Technik. Zum Beispiel das Notebook von Acer mit Intel Core i3-Prozessor der dritten Generation und 500 GB Festplatte für nur unglaubliche 469 Euro. Saturn. So muss Technik. Dreh an. Schieb auf. Mach's bunt. Zieh lang. Hau rein. Test aus. Greif rein. Zieh durch. Mach fest. Mach fertig. Pack es an. Jetzt ist Anpackzeit bei Obi. Einfach einpacken. Hochwertige Brausegarnitur, Thermostat oder Küchenarmatur und jede Menge mehr. Jetzt mit jedem Einkauf Punkte sammeln und bis zu 20% Anpackerbonus bekommen. Jetzt in Ihrem teilnehmenden Obi-Markt. Wie, wo, was weiß Obi. Warsteiner wird 260. Das feiern wir mit dem Kronkorken-Jubiläum. Aktionsflasche öffnen und direkt gewinnen. 100 Mercedes-Benz A-Klassen, 260 Städtereisen, 260 iPhone 5 und weitere 26 Millionen Sofortgewinne. Jetzt mitmachen mit den Aktionskronkorken von Warsteiner Premium Verum, alkoholfrei, Radler und Herb. Das einzig wahre Warsteiner. Der Thrill and Kill Freitag. Menschen zu finden ist mein Beruf. Six Bullets. Heute auf Sky Cinema und auch auf Sky Anytime. Bundesliga. Live auf Sky. Ein Genuss mit Krombacher. Und Kia. Und? Wie ist die Aufstellung heute? Seat rechts, Sportage links und wir beide in der Mitte. Freitagabend, das Flutlicht leuchtet über Sinsheim, aber wie lange leuchtet noch der Bundesliga-Stern über dem Kraichgau? Ganz herzlich willkommen, wir eröffnen den 28. Spieltag in der Fußball-Bundesliga mit der Partie Hoffenheim gegen Fortuna Düsseldorf hier in der Rhein-Neckar-Arena. Und diese Partie hat ja noch deutlich an Brisanz gewonnen, denn am Dienstag, da wurden Hoffenheims Manager Andreas Müller und der Trainer Marco Kurz entlassen, weil sie die sportlichen Anforderungen nicht erfüllen konnten. Wir präsentieren Ihnen heute Abend den neuen Coach Markus Gisdol. Er war bis vor kurzem Co-Trainer von Huub Stevens beim FC Schalke 04. Und wir sprechen über das Wirrwarr im Kraichgau mit dem Geschäftsführer Sport und Finanzen Frank Briel. Hoffenheim gegen Düsseldorf. Wer setzt ein Zeichen im Kampf um den Klassenerhalt? Tabula rasa in Hoffenheim. Der Trainer weg. War schon ein bisschen überraschend, weil es hat sich ja jetzt die letzten Tage nicht unbedingt angebahnt. Der Manager weg. Ich muss erstmal meinen Krempel ausräumen. Alles auf Anfang. Denn das Ende droht. Pucki, Pucki! Und jetzt geht die Hose auf. Gisdols Mission beginnt mit einem Abstiegsduell. Hoffenheim gegen Düsseldorf. Auch die Fortuna zittert. Meyers Team. In der Rückrunde genauso schlecht wie Hoffenheim. Tor! Ein blödes Spiel für den Biefer. Der Aufsteiger taumelt in Richtung Tabellenkeller. Jetzt ist es eine Klatsche für die Düsseldorfer. Düsseldorf in Hoffenheim. Abstiegsangst im Doppelpack.
So, und jetzt kommt ein bisschen Hätte, Wenn und Aber, sprich Tabellenrechnerei. Denn Düsseldorf könnte heute mit einem Sieg einen entscheidenden Schritt in der Mission Klassenerhalt machen, hat aber bis dato in der Rückrunde keinen Zähler mehr geholt als die TSG 1899 Hoffenheim, nämlich nur 8 Punkte. Hoffenheim wiederum könnte mit einem Dreier Düsseldorf nochmal mit in den Abstiegsstrudel ziehen, käme auf einen Punkt heran an Augsburg, die wiederum morgen bei Borussia Dortmund zu Gast sind. Statistisch gesehen ist 1899 aber schon so gut wie abgestiegen, denn mit 20 Punkten nach 27 Spieltagen hat bis dato nur eine einzige Mannschaft die Klasse halten können und das war der FC Homburg im Jahre 1987. Mit Markus Gisdol ist schon der 4. Trainer in dieser Saison installiert worden hier im Kraichgau und Klaus Feldmann stellt Ihnen jetzt den neuen Mann vor. Willkommen, Herr Gisdol. Bei den Untrainierbaren, den Ungeliebten, den Unverbesserlichen. An Vorurteilen mangelt es der Hoffenheimer Jobbeschreibung, weiß Gott nicht. Da ist es einfach gut. Und das passt eigentlich auch viel besser hierher, wenn wir wieder bodenständiger auftreten. Wenn wir einfach, das war ich gesagt, bescheidener auftreten. Wenn wir uns über Fußball nur definieren, sonst nichts. Und keine großen Sprüche hier machen. Er hat was Unverbrauchtes im Gegensatz zu seiner neuen Mannschaft. Und Gisdol ist mehr Hoffenheim als fast alle seiner Kicker. Wenn jemand an Hoffenheim denkt, soll er nicht denken an irgendwelche Reichtum von irgendwelchen Leuten oder sonstige Dinge, sondern soll er sich ganz einfach auf die Art und Weise des Fußballs freuen können, die die Hoffenheimer spielen. Das ist die Vision, die hinter meiner Zeit hier auch steckt. Alles außer Fußball im Kraichgauer Schlagzeilen-Dschungel. Dieses Benehmen, Hops Befinden, 1899 mal weg vom Spiel. Und sorry, Dietmar Hopp ist ein Unternehmer von Weltruf und gesellschaftlicher Ehrenmann. Aber bei seinem Fußballclub hat er eine Personalpolitik zugelassen, die einer Schaustellerbude unwürdig wäre. Alibis für erfolglosen Fußball gab es genug. Die Konsequenzen werden sein, dass ich einen Strich unter die Sache machen möchte, was hier war. Niemand kann die Zeit zurückdrehen. Und für uns ist es einfach wichtig, oder sagen wir so, damals war es einfacher. Ja, man ist von unten nach oben gestartet. Und es war viel einfacher, diesen Weg nach oben einfach auch laufen zu lassen. Jetzt ist es wichtig, diesen Abwärtstrend, der eingesetzt hat, den müssen wir jetzt bremsen und wieder umzukehren. Das Fußballmärchen vom aufstrebenden Hopp-Verein. Gisdol soll es nochmal erzählen. Ordentlicher Oberliga-Kicker, ambitionierter Jugendcoach, innovativer Amateurtrainer.